Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Wir sind auf der Spielwarenmesse und ich treffe mich hier mit Arno Steinwender. Arno, vielleicht ist dein Name noch nicht allen unseren Zuschauern bekannt, deswegen würde ich sagen, stell dich doch gerade mal vor. Ja, also ich bin der Arno, komme aus Wien, bin begeisterter Spieler und begeisterter Spieleautor. Mache das jetzt seit, ich glaube, 17 Jahren. Habe schon sehr viele Spiele veröffentlicht, an die 50, denke ich. Und ja, man kennt mich wahrscheinlich nicht so, weil ich nicht so diese Vielspieler-Spiele entwickle, sondern eher im Familienspielebereich, Kinderspielebereich, Party- und Quizspiele aktiv bin. 17 Jahre ist ja schon eine echt lange Zeit. Wie hattest du denn damals überhaupt die Idee, Spiele zu entwickeln? Wie kam das dazu? Also ich glaube, jeder, der viel spielt, denkt sich dann bei dem einen oder anderen Spiel, das haben sie jetzt aber nicht so ganz gut gelöst, das hätte ich vielleicht anders gemacht oder so, und das war es dann schon. Also dieser Gedanke, ich möchte selber was verbessern oder ich möchte es selber mal von Anfang an da probieren, ein ganz eigenes Spiel zu entwickeln, der hat sich irgendwie in meinem Kopf festgesetzt, ja, und dann war es schon vorbei und seitdem bin ich komplett reingekippt. Ich liege oft wach, Spiele beschäftigen mich rund um die Uhr, ich kriege sie nicht aus meinem Kopf und ich bin erst dann befreit, wenn ich wirklich den Prototypen gebastelt habe und dann kann ich es langsam abschließen. Ja, kann ich gut nachvollziehen. 2019 war so ein bisschen dein Quizspiel, ja, da kamen einige Quizspiele von dir raus. Würdest du so sagen, dass Quizspiele dein Lieblingsgenre sind, so ein bisschen? Also ich mag Quizspiele sehr, sehr gerne, vor allem wenn sie halt einen neuen Ansatz haben, also dieses klassische, ich stelle dir eine Frage, weißt du, sie kriegst du einen Punkt und sonst nicht, ja, okay. Aber ich denke, das ist ein Genre, das etwas stiefmütterlich behandelt wurde und wo man halt viel rausholen kann und das versuche ich die letzten Jahre schon und wie du sagst, das ist 4 Quizspiele die letzten 2 Jahre von mir rausgekommen. Ja, eins hast du ja auch direkt mitgebracht, Smart 10, da hatten wir auch schon darüber berichtet und wir sehen schon, da kommen neue Fragen, weil ja, vielleicht, genau. Möglicherweise sind jetzt noch auf Englisch raus und da hast du ja auch wieder so einen innovativen Mechanismus entwickelt, da kannst du ja mal ganz kurz sagen, wie kamst du auf diese Idee, diesen Mechanismus mit diesem Rausziehen und so. Also das Spiel habe ich gemeinsam mit Christoph Reiser gemacht, ich arbeite gerne mit Co-Autoren zusammen, das macht einfach mehr Spaß. Ne? Und wir sind da eines Tages zusammengesessen, haben zu einem ganz anderen Spiel uns Gedanken gemacht, das hätte ein Mädchenspiel für relativ kleine Mädchen werden sollen, wo man Schaufensterpuppen anzieht und durch eine Umkleidekabine durchschiebt. Hat keinen Spaß gemacht und keinen Sinn gemacht irgendwie. Aber dieses Ding, diese Box, die wir dazu hatten, da hatten wir dann die Idee, ja, da kann man was anderes draus machen. Machen wir doch ein Quizspiel draus. Ja, und dann ist eins zum anderen gekommen und das ist entstanden. Und Smart 10 gibt es jetzt in, ich glaube, 15 Ländern mittlerweile. Also richtig gut eingeschlagen. Ja. Und es freut mich sehr. Und in Deutschland gibt es eben bei Piatnik und dieses Jahr werden die ersten Erweiterungen rauskommen, allgemeine Erweiterungen, auch verschiedene Themensets und auch eine Kids Edition. Sehr schön. Jetzt, ein Quizspiel steht und fällt ja mit den Quizfragen. Ich kann mir vorstellen, dass es unfassbar schwierig ist, sich gute Quizfragen auszudenken. Wie gehst du da vor? Wie, guckst du einfach bei Google, bei Wikipedia nach Themen und oder wie also macht ich habe ständig das? Mein Handy in der Hand und wenn mir eine Quizfrage oder ein Thema einfällt, dann schreibe ich das einfach mal nieder. Ja. Aber also bei diesem Spiel, bei Smart 10 im Speziellen, ist es halt die redaktionelle Arbeit ein Wahnsinn. Du hast halt eine Frage und 10 Antwortmöglichkeiten und es sind 2000 Antworten drin. Also schon für das Grundspiel, die Recherche war wirklich viel Arbeit und wir haben jetzt mit einem kleinen Team an die 1400 Fragen schon recherchiert, also 14.000 Antworten. Es reicht. Das darf jetzt mal bei anderen recherchieren. Ich gebe das mal ab. Ein anderes Quizspiel, was von dir erschienen ist, ist Quizit bei Rudi Games. Da ist ja die Spezialität, dass so eine App dabei ist und dass die App auch immer aktuelle Fragen neu einspeist. Das heißt, so eine Art Erweiterung ist gar nicht nötig, weil die App immer praktisch das automatisch mitliefert. Wie war da die Entwicklung? Hast du selber auch die App mitentwickelt im Sinne von, so soll die aussehen oder so stelle ich mir das vor oder wie war das? Also prinzipiell wollte ich schon seit Jahren ein Hybridspiel machen oder so. Ist halt bei den klassischen Spieleverlagen, sage ich mal, immer so ein Stiefkind gewesen. Die Sachen haben nicht so gut funktioniert. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass Rudi Games an mich herangetreten ist, weil die halt auf das spezialisiert sind. Nicht?
Und war ein sehr spannender Prozess. Ich war schon in die App-Entwicklung auch beteiligt, aber Rudy Games hat halt die Profis zum Programmieren und so. Ich habe halt Feedback gegeben, was die Bedienung betrifft, was man vielleicht verbessern könnte oder so. Also da waren wir in sehr engen Kontakt und hat sehr gut funktioniert. Und das heißt, da hast du dann dafür auch die Quizfragen entwickelt oder ist das praktisch auch in diesem Entwicklungsteam mit drin und du hast praktisch die Spielidee geliefert? Die haben uns das aufgeteilt. Also ich habe sie unterstützt. Ich kann jetzt nicht genau sagen, sagen wir jetzt mal Hälfte, Hälfte in etwa. Ja, es kommen ja auch immer neue Fragen dazu und da helfen wir uns einfach gegenseitig. Das passt dann schon. Ja, das macht wahrscheinlich auch am meisten Sinn. Genau, also je mehr Leute ja auch dran denken, ich komme eher aus der naturwissenschaftlichen Ecke, mich interessiert Raumfahrt und Technik und wenn alle Fragen von mir kommen, dann ist das einfach viel zu einseitig. Ja. Ha, da musst du mal ein naturwissenschaftliches Quizspiel vielleicht entwickeln. Ich weiß nicht, ob das so der Markt dafür da ist. Ja, vielleicht. Wie ist das für dich, wenn dann ein Spiel fertig produziert ist und du es so zum ersten Mal entweder vom Verlag bekommst oder in den Laden gehst und siehst, oh, da steht jetzt mein Spiel. Was ist das für ein Gefühl, vielleicht auch bei deinem allerersten Spiel? Also wie führ uns mal da durch, wie fühlt sich das an? Ja, also du sprichst jetzt genau den Punkt an, warum ich zumindest als Spieleautor genau das mache. Ja? Also ja, man verdient ein bisschen Geld damit, man bekommt natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber das Schöne ist einfach, wenn du jahrelang teilweise, also dieses hier hat 8 Jahre gebraucht, bis es im Handel war, ja, wenn du dann nach so einer langen Zeit, wo du dieses Baby mitträgst, dann endlich das fertige Produkt in Händen hältst und wenn es dann auch noch schön geworden ist und dann vielleicht sogar gut ankommt, das ist der Traum und dafür mache ich es und so war es auch beim ersten Spiel. Ich hatte beim ersten Spiel bei Selecta damals noch das erste Spiel herausgebracht, habe das in Händen gehalten und dann habe ich gewusst, okay, das reicht jetzt nicht, das will ich nochmal haben, das will ich nochmal spüren, noch ein anderes Spiel, noch ein anderes Thema und seitdem komme ich davon nicht mehr los, ich bin süchtig. Ja, würdest du denn sagen, es gibt so, du hast so deine Spielerhandschrift, also dass man sagen kann, das ist so jetzt ein typisches Spiel von dir, hat immer das oder geht immer so in die Richtung, gibt es da sowas? Tendenziell ja, also ich mache keine zu komplexen Spiele, habe ich ja schon gesagt, eher Spiele, die kurz erklärt sind und in so 30 bis 45 Minuten maximal auch zu spielen sind. Was ich versuche zumindest immer, mich sprechen Gadgets, Gimmicks extrem an, also neuartige Dinge, die du irgendwie reinbringen kannst in ein Spiel, die vorher noch nicht da waren. Dann bastle ich aus Blumensteckschwämmen irgendwelche Würfelbecher oder irgendwelche Smileys, die herumkugeln oder was weiß ich, ja. Und das versuche ich dann immer reinzubringen. Also ich sitze in einem Lokal und da sind Bierdeckeln oder irgendwas anderes und dann beginne ich zu spielen und das möchte ich dann auch umsetzen. Bringt aber auch oft die Schwierigkeit mit sich, dass man da halt als Verlag etwas mehr Entwicklungsarbeit reinstecken muss, neue Werkzeuge machen muss und das sind halt oft auch die Spiele, die schwer zu verkaufen sind, sage ich jetzt mal als Autor. Da ist man vielleicht besser beraten, wenn man nur Karten und Würfeln verwendet, nur ja, das ist halt nicht das, was mich so reizt. Ja. Mache ich natürlich auch, aber eigentlich ein Spiel von mir muss immer ein Gadget, irgendwas Neuartiges haben, eine Box, was auch immer. Ja, ein Spieler freut sich ja auch immer darüber, wenn da irgendwas ist, wo man sagt, denkt, huch, was ist das? Oh, toll, ja, und dann was Neuartiges entdeckt, das macht ja auch dann auch von der anderen Seite ja auch viel Spaß. Jetzt ist ja so, wenn ein Spiel dann veröffentlicht wurde, dann kommen oft Rezensionen. Positive, vielleicht auch mal negative. Wie gehst du damit um? Also bist du jemand, der wirklich alles wissen will, was haben alle Leute geschrieben, gesehen, oder sagst du eher, ich gucke vielleicht mal bei 1, 2 rein und dann lässt mich das ein bisschen kalt? Da muss ich sagen, man brüht ein bisschen ab über die Jahre, beim ersten Spiel, beim zweiten Spiel, man sucht fast täglich, ob jetzt eine neue Rezension da ist und dann kommt das Spiel vielleicht eh ganz gut an und dann steht ein kleines Sätzchen, aber, und dann denkst du dir, oh mein Gott, was habe ich getan und warum mag er das Spiel nicht? Aber wenn du das nicht loskriegst, dann wirst du 1, 2 Spiele machen, aber nicht über so viele Jahre dabei bleiben, dann musst du dir einfach eine harte Haut zulegen. Und jeder hat einen anderen Geschmack, also das heißt ja nicht, wenn einer das Spiel nicht so gut findet, dass es nicht anderen Spaß macht und das ist dann okay. Schön. Ja, jetzt sind wir auf der Spielwarenmesse, da geht es um Spiele, um Neuheiten. Welche Spiele stellst du denn hier vor oder welche hast du vielleicht auch geheim in der Tasche dabei? Ja, also, vielleicht so ein kleiner Teaser, wenn du darfst.
Also ich freue mich vor allem auf Herbst. Jetzt in Nürnberg ist keine komplette Neuheit von mir vorgestellt worden, aber ich habe schon ein paar Previews gesehen für Spiele, die im Herbst kommen. Und da sind zwei Sachen dabei, von denen ich mir sehr viel verspreche. Das wird ein etwas anderes Zeichenspiel, das tatsächlich etwas mit Naturwissenschaft im weitesten Sinn zu tun hat. Und ein Kinderspiel, wo genau ein ganz cooles Gadget dabei ist, wo noch ein bisschen gerungen wird, wie das umgesetzt werden kann. Also ich hoffe, dass wir das dann in Essen sehen werden. Ja, es klingt schon mal vielversprechend. Abschließend werfen wir immer so einen Blick in die Zukunft. Was hast du dir dann als Autor für die nächsten Jahre vorgenommen? Also was wäre so vielleicht so ein Ziel, was du gerne nochmal irgendwie erreichen würdest? Du hast jetzt gesagt, schon um die 50 Spiele. Was kommt da noch? Was würdest du dir noch wünschen, was noch kommt? Ich habe jetzt keine Ziele, dass ich sage, ich möchte so und so viel verkaufen oder ich möchte das Spiel des Jahres gewinnen oder dies und jenes. Freue ich mich natürlich über alles, was kommt, aber ich möchte einfach weiterhin, wenn ich Ideen habe, sie auch umsetzen können. Und solange mir das gelingt, dass ich Spiele mache, die offensichtlich dem Verlag gefallen und dann hoffentlich in weiterer Folge natürlich auch dem Spieler, solange bin ich eigentlich wunschlos glücklich und dann passt das für mich. Ja, wunderbar. Dann drücke ich dir die Daumen, dass vor allem das Kinderspiel auch noch gut umgesetzt werden kann und wir das dann im Herbst bewundern können und testen können. Und ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich fürs Interview und wünsche dir noch eine schöne Messe. Danke, ebenfalls. Tschüss.